Tag 4. Herzlich willkommen in der Lise Meitner Schule. In diesem Video geben wir euch einen kurzen Einblick über unsere Schule. Viel Spaß! Wie finden Sie das Essen an unserer Schule? Das Essen ist sehr gut. Ich finde vor allem gut, dass es auch vegetarische Angebote gibt als Vegetarier. Was gefällt Ihnen an Ihrem Beruf am meisten? Am besten gefällt mir der Austausch und die Gespräche mit den SchülerInnen und die Zusammenarbeit mit den Kollegen und die Wissensvermittlung. Und wenn man hinterher auf jeden Fall dann auch feststellt, dass das, was bei den Schülern angekommen ist, ja, dass die ihren Horizont vielleicht erweitern konnten. Warum hast du dich für diese Schule entschieden? Weil ich später mal Biologe werden möchte. Ich glaube, ich mache da auch Naturwissenschaften sehr gerne und deswegen. Was gefällt Ihnen an Ihrem Beruf am meisten? Mir gefällt es, mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten. Mir macht Spaß, hier an der Schule zu sein, in einer der schönsten Schulen, die ich kenne. Mir macht Spaß, hier Sport zu unterrichten, in einer der schönsten Hallen, die ich kenne. Ja, ich mag meine Kollegen. Ich mag das Ganze drumherum. Wie finden Sie die Schule? Anstrengend, aber ist falsch, glaube ich. Ja, ich stimme eigentlich immer den gleichen zu. Wo ist euer Lieblingsort? Ganz klar, Mensa. Mensa. Wie seid ihr beide auf die Schule gestoßen? Social Media. Freunde. Wie findet ihr den Lehrer an dieser Schule? Ich glaube, ich kann von uns beiden sprechen. Die meisten Lehrer sind hier sehr respektvoll, aber sehr streng auch. Ja, auch die Benotung. Wie findest du das Essen an der Schule? Das Essen ist sehr lecker. Es gibt auch viele unterschiedliche Gerichte. Wie findest du die Schüler an dieser Schule? Fragen. Die sind sehr nett. Wie findest du die Innenarchitektur auf dieser Schule? Die Architektur ist sehr gut. Also meine Schule war hinsichtlich dieser Schule sehr schlecht gebaut. Und sonst finde ich die Schule eigentlich sehr gut. In welchem Ausbildungsjahr bist du und welches Fach magst du am meisten? Also ich bin in der ersten Fachstufe der Biologieklasse. Und mein Lieblingsfach sind halt die Biofächer, ist Funktionelle Anatomie und Mikrobiologie. Warum hast du dich für diese Schule entschieden? Mein Kumpel hat mir von dieser Schule erzählt. Der ging halt auch herauf, hat aber Physik gemacht. Da dachte ich, wieso eigentlich nicht? Macht ihr praktisch Unterricht? Und wenn ja, wie sieht er aus? Ja, wir machen praktisch Unterricht. Wir sind halt dreimal die Woche mindestens in den Laboren. Da arbeiten wir mitunter mit Bakterien, mit DNA, Enzymen teilweise, auch mit Tieren tatsächlich. Wir machen jetzt gerade im Funktionellen Anatomie zum Beispiel Histologie. Da haben wir Tierorgane präpariert. Ganz spannend. Wie findest du die Lehrer hier an dieser Schule? Also die meisten Lehrer an dieser Schule sind eigentlich ziemlich nett. Man kommt mit den meisten auch klar. Aber selbstverständlich sind nicht alle Lehrer perfekt. Hast du einen Lieblingsort an der Schule? Die Klassenräume sind relativ schön eingerichtet, aber auch die Flure hier zum Beispiel. Oder im Sommer kann man sich draußen auf die Wiese hinsetzen. Und wir haben ja auch einen kleinen Teich da hinten. Es ist auf jeden Fall für jeden, glaube ich, etwas dabei. Und man fühlt sich hier auf jeden Fall wohl. Was gefällt dir in Ihrem Beruf am meisten? Also ich finde super, dass ich so eng mit Leuten, mit den SchülerInnen arbeiten kann. Trotzdem stehe ich im Labor. Das macht mir auch total viel Spaß. Stimmt es, dass Biologen keine Mathe kennen? Nein, das stimmt natürlich überhaupt nicht. Mathe ist total wichtig in der Biologie. Aber ich würde sagen, dass man wirklich dann auch gut im Arbeiten auch die Mathe-Sachen noch lernen kann, die man unbedingt braucht. Und was kann man mit diesen verschiedenen Ausbildungen an unserer Schule erreichen? Beziehungsweise was bietet die Schule für unsere Zukunft? Total viel. Also zum einen macht man natürlich den Abschluss, in welcher Ausbildung auch immer, oder auch die allgemeine Hochschulreife mit einem naturwissenschaftlichen Schwerpunkt. Entweder arbeiten als TA oder Laborantin, oder man kann danach auch noch studieren. Da wird einem auch ganz viel anerkannt, wenn man hier die Ausbildung gemacht hat. Einfach ein super Handwerkszeug hat, um dann, also fürs Studium, für den Job, also man ist einfach wirklich gut vorbereitet auf das Arbeiten im Labor und ja, es bestimmt vielen anderen einiges voraus. Und ich glaube, man hat auch viel Spaß hier, oder? Ja, das stimmt auf jeden Fall.